Ich glaube, dass sich mein Make-up und mein Make-up-Stil so ein bisschen verändert hat, ist kein Geheimnis mehr. Aber ich habe hier etwas vor mir liegen, von dem ich fast der festen Überzeugung davon bin, von der ich, ihr wisst, was ich meine, dass viele von euch diese Produkte lieben werden. Ich habe neulich nach Jahren des dran vorbeigehen, ehrlich gesagt, das erste Mal bei Jax oder Jax Beauty Line bestellt. Und ich hatte den Concealer euch schon bei Instagram gezeigt. Und dieser Concealer hat für mich innerhalb von 2 Wochen eigentlich alles abgelöst, was ich vorher kannte. Unglaublich, wir werden heute ein Full Face Jax Beauty Line schminken. Ich bin sehr gespannt, es wird ein First Impression. Let's go. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin frisch erholt, frisch aus dem Urlaub. Ich sehe zwar nicht so aus, weil der Tag ist schon recht lang gewesen, aber passt auf. Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Erstmal hoffe ich, dass es euch gut geht und ich hoffe, dass ihr alle eine schöne Zeit habt. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich mit diesem Video ein bisschen für Aufmunterung sorgen kann. Folgendes hat sich zugetragen. Ich folge Miriam Jax auf Instagram und ich habe gesehen, dass sie, ich glaube, auf Tour gegangen ist. Und ich dachte mir, okay, total spannend. Ich habe sie auch einmal auf dem Event gesehen. Wir hatten aber nie einen Überschneidungspunkt. Also wir haben noch nie miteinander gesprochen, aber es ist eine bildhübsche Frau. Und ich habe dann so ein bisschen geschaut und habe gesehen, dass sie eine echt krasse Brand mittlerweile aufgebaut hat. Ich kenne sie noch von diesen Pinseln und dachte mir, okay, ich habe mir das Ganze so ein bisschen angeschaut. Ich fand die Ästhetik sehr ansprechend. Ich fand die Idee hinter den Produkten recht ansprechend und auch in welche oder für welches Alter oder für welche Lebenssituation sollen die Produkte gehen. Ihr wisst es, mein Make-up hat sich in den letzten ja, 2 Jahren würde ich sagen, doch schon verändert. Es ist deutlich reduzierter geworden, sehr viel erwachsener geworden. Beziehungsweise, einige wollen das immer nicht, dass ich das sage, sehr viel reduzierter geworden. Dann dachte ich mir, probierst du mal ein paar Sachen aus. Und ich habe mir die Foundation und den Concealer bestellt, Puder, Blush, Bronzer und für Lidschatten. Und ich bin ja dann in Urlaub gefahren, aber ich kann immer nicht abwarten. Ne? Ich bin so eine ungeduldige Maus. Und ich dachte mir, okay, ich nehme eh nicht so viel mit, ich nehme den Concealer mit. Und guess what? Dieser Concealer ist krass. Leider habe ich ihn in der falschen Farbe gekauft, in der 4. Die ist mir im Moment, weil ich auch kein Self-Tan drauf habe, ein bisschen zu dunkel, ein bisschen zu gelblich. Aber ich habe trotzdem im Unreal gepostet, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn ich Produkte kennenlerne und die mir gut gefallen und auch über 2 Wochen, also ich habe die Sachen schon 2 Wochen hier, gut gefallen, dann teile ich sie sofort mit euch. Das hat das Jax-Team gesehen und sie haben mir noch ein paar weitere Produkte geschickt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ganz, ganz lieben Dank. Den Concealer zum Beispiel nochmal in der richtigen Farbe und die Foundation in der richtigen Farbe. Wir gehen jetzt nach und nach durch, weil es wirklich viele Produkte sind. Eine Sache, über die ich ganz kurz sprechen möchte, beim Bestellvorgang kannst du auch, habe ich auch gemacht, genau weil ich wusste, dass es schwierig wird, kannst du dir Samples bestellen von der Foundation beispielsweise, um die Farbe zu testen. Ich habe hier die 3 und die 4. Ich weiß nicht, warum ich die 3 die 4 bestellt habe, wenn ich die Foundation gekauft habe. Ich packe das mal euch in eine Verlosung mit rein, falls ihr vielleicht auch unsicher seid. Dann gibt es ein Booklet, das The Magazine bei Jax Beauty Line, wo nochmal ganz, ganz viele Informationen über die Gründerin stehen. Verschiedene Produkte werden vorgestellt und wir haben mittlerweile eine Vielzahl an verschiedenen Produkten sehr, sehr hübsch gemacht. Was ich gut finde, und das möchte ich an der Stelle erwähnen, erstmal ist es natürlich kein bezahltes Video. Aber es klingt immer so doof, aber ich weiß ja, was wir als Community reißen können und wo wir was Gutes bewegen können und wo wir vielleicht nicht so gute Dinge bewegen können. Adventskalender von nix. Und wenn ich etwas schön finde, dann sage ich das natürlich, auch wenn es nicht gesponsert ist. Es gibt hier eine kostenlose 1:1 Videoberatung mit einer Beauty-Expertin zum Beispiel. Eine Online-Farb- und Produktberatung gibt es hier. Es gibt Instagram-Live-Beratung, Online-Beauty-Ratgeber, Make-up made in Berlin. Also wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, um die Produkte kennenzulernen. Die Sachen sind made in Germany, entwickelt in Berlin und alles ist auch wirklich sehr, sehr süß verpackt. Es sieht alles so ein bisschen recycelt aus. Ein paar Tipps, ein paar Anwendungstipps, immer noch so ein süßer Spruch mit dabei. Genug gequatscht, wir starten. Ich sehe ein bisschen fertig aus gerade, liegt aber einfach daran, weil ich schon sehr, sehr viel heute gedreht habe und wir um 3:30 aufgestanden sind. Denn wir sind gestern, also heute ist der 22. Sonntag. Wir sind am 21. mittags zurückgekommen. Für mich geht es am Dienstag für 3 Tage schon wieder weiter. Deswegen probiere ich, diese ganzen Videos mit reinzunehmen. Was neu mit dazugekommen ist, ist das Beauty-Elixier. Beauty-Elixier aus Squalan ist pflegend, schützend und sehr feuchtigkeitsspendend. Du kannst unser Beauty-Elixier pur auf die gereinigte Haut auftragen oder in deine Beauty-Produkte mischen. Miriams Geheimtipp, gib 1 bis 2 Tropfen in deine tägliche Hautpflege. Wir machen das mal nur auf einer Seite, weil ich jetzt natürlich nicht so viele verschiedene
Sachen in mein Gesicht bringen möchte. Nur eine ganz, ganz kleine Menge. Bei Squalan ist wirklich immer weniger mehr. Das hinterlässt ein Glow. Squalan ist so ein bisschen wie ein Öl. Ist nicht parfümiert. Alle Produkte sind vegan und cruelty-free. Und es hinterlässt natürlich einen kleinen Glow. Ich habe die Foundation auch schon mal so spaßenshalber ein bisschen ausprobiert, aber noch nicht in der Tiefe. Ich werde euch hier mal eine Review hinschreiben, wie ich mit der Foundation im Alltag klarkomme. Beziehungsweise, wenn ihr wollt, mache ich dazu auch wirklich nochmal einen Langzeittest. Aber die Produkte scheinen für mich für jemanden gemacht worden zu sein. Ich will jetzt gar nicht für die reife Frau ab 40, sondern für jemanden, der im Leben steht, der keine Kompromisse so ein bisschen macht. Die Sachen sind natürlich auch ein bisschen hochpreisiger, aber nicht Chanel-Preis. Ne? Also da ist nochmal ein ganz klarer Unterschied. Und das ist ein Small Business, wo ich gerne 10 Euro mehr investiere als für Chanel beispielsweise. Ich habe die Foundation 4 und jetzt auch die Foundation 3. Ich packe sie euch mal nebeneinander. Die 4 ist recht gelbstichig und die 3 könnte jetzt ein bisschen zu hell sein. Vielleicht mische ich sie ein bisschen. Wobei, ich glaube, sie oxidieren auch ein kleines Stück. Ja, die 3 könnte eigentlich ganz gut passen. Ich gehe jetzt mal heute mit der 3 rein. Ich schüttel einmal ganz kurz. Bei diesen Foundations, die eher so ein bisschen natürlicher sind, schüttelt die bitte, weil da sind manchmal Inhaltsstoffe drin, die einfach sich so ein bisschen auseinander bewegen. Und wenn man das schüttelt, dann funktioniert das ganz gut. Hier steht auch drauf, 1-2 Pumpstöße der Glow Foundation auf den Handrücken und dann mit einem Pinsel auftragen. Würde ich auch unterschreiben, habe ich nämlich auch schon festgestellt, dass du wirklich sehr, sehr wenig brauchst. Ich nehme eine ganz kleine Menge. Das ist eine sehr reichhaltige Foundation. Genauso wie der Concealer. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Foundation, die Basis ist eher so eine Pflege. Ähnlich vom Feeling her wie die Typology, wie das Typology Tinted Serum, würde ich sagen. Nur ein bisschen dicker. Sie haben mir auch ein paar Pinsel geschickt und da muss ich meine Lanze brechen. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist Kunst. Die sind, soweit ich weiß, handgemacht. Beispielsweise hier die 2. Fühlt sich unglaublich gut an. Sehr, sehr hochwertig. Das sind Luxusprodukte, muss man sagen. Pinsel sind meiner Meinung nach wirklich Luxusprodukte. Wir schauen mal auf dieser Seite mit dem Squalan, wie sich das Ganze einblenden lässt. Ich nehme nur eine ganz kleine Schicht und arbeite auch wirklich nur in einer dünnen Schicht. Denn ich habe festgestellt, dass mein Make-up einfach besser aussieht, wenn ich weniger trage. Ich habe im Urlaub übrigens, na, da war ich ein bisschen bougie unterwegs, den YSL Touche Eclat als Foundation benutzt. Sah gut aus. Die Foundation oxidiert ein ganz kleines Stück. Also da würde ich dann wirklich mit der Nummer heller gehen. Der Kraft, würde ich sagen, ist recht leicht. Fühlt sich auch so ein bisschen wie die Chantecaille Foundation an. Diese Gel Foundation, die ist so ein bisschen weicher. Ich habe auch extra keinen Color Corrector heute gemacht, damit ihr das einfach mal seht, womit wir arbeiten. Dadurch, dass die Foundation so reichhaltig ist, kann es passieren, dass wenn ihr zu viel Pflege drunter habt, dass das Ganze einfach zu viel wird und dann nicht mehr so schön aussieht. Deswegen nehme ich hier wirklich nur eine ganz, ganz kleine Menge und arbeite mir das mal ein. Dadurch wird natürlich die Deckkraft jetzt auch ein bisschen höher, weil das alles nicht mehr so verrutscht. Man kann die Foundation gut aufbauen. Es ist eine wirklich leichte Deckkraft, mit dem Pinsel zumindest. Ich kann jetzt nur den Pinsel bewerten. Und man sieht, glaube ich, dass sie ein Stückchen oxidiert. Also das muss man wissen. Deswegen hat der Concealer in der Farbe 4 auch bei mir dann nicht gepasst. Beziehungsweise die Foundation, weil sie dann einfach ein Stückchen zu dunkel wurde. Aber wenn man das weiß, finde ich das ehrlich gesagt nicht schlimm. Sehr, sehr reichhaltige Foundation. Sehr glänzend. Ich mag das ja sehr gerne. Die Deckkraft ist leicht. Also ich würde sie leicht bis Medium vielleicht. Du kannst sie zu einer Medium Foundation aufbauen, zu einer Full Coverage Foundation nicht. Aber ich glaube, das ist genau das Ding, wenn du eine texturiertere Haut hast, unabhängig vom Alter. Du kannst ja auch eine texturierte Haut haben mit 19. Wenn du einfach Unebenheiten hast oder früher mal Akne hattest oder auch noch Akne hattest, dann kann es natürlich zu Textur neigen. Und da ist so eine schwere Foundation immer ein bisschen schwierig. Die verbindet sich ganz toll mit der Haut und hinterlässt so ein gepflegtes Gefühl. Schwierig zu beschreiben, ich weiß. Aber wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen durch und schauen, was das Ganze kann. Jetzt kommen wir zum Concealer. Ich habe den Concealer getragen ohne irgendetwas anderes. Was ich da ganz spannend finde, ist auch hier keine Silikone, keine Parabene, kein Parfum und so ein Quatsch. Der Concealer ist nicht auf Wasserbasis oder auf Silikonbasis, was ja die meisten Produkte sind. Ne? Wenn du auf so einen Primer beispielsweise schaust, bei den Inhaltsstoffen, die müssen ja der Reihenfolge nach sortiert sein, was am meisten drin ist. Und meistens ist es entweder Wasser und als zweites kommt dann Dimethikon, also Silikon beispielsweise. Hier bei dem Concealer ist das erste, was kommt, Aloe Vera Saft. Und das habe ich noch nie gesehen. Das fand ich sehr, sehr spannend, weswegen ich die Produkte dann auch gekauft habe. Der erste Inhaltsstoff ist Aloe Vera Juice. Der zweite ist Squalan.
dann kommt ein Öl, dann kommt Zink und dann kommt Aqua, also erst dann Wasser. Das heißt, die Basis ist eine ganz, ganz andere. Und einige hatten unter dem Reel auch gefragt, ob das zu Problemen führen kann mit Foundations. Habe ich nicht gehabt bisher. Das ist die 3. Und pack mal die 4 daneben. Die ist schon ein Stückchen dunkler. Die Farben sind recht gelblich. Ich habe den hier einfach aufgetragen und antrocknen lassen. Ich habe auch einen Pinsel dazu bekommen. Und ich habe den ausgeblendet mit einem Pinsel. Und was ich sofort gesehen habe, ist diese unglaublich hohe Deckkraft. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich habe vermutet, dass so die Produkte eher so eine leicht und so ein bisschen Clean Girl Vibe sind. Habe ich nicht mehr den Eindruck. Das ist schon Powerhouse. Miriam war auch oder ist ja immer noch eine Make-up-Artistin gewesen, die jahrelang, ich glaube, im Fernsehen gearbeitet hat. So, und da weiß sie natürlich, sehr viele Gesichter wahrscheinlich in dem Leben geschminkt und kann dadurch einfach ein bisschen mehr Informationen geben. Der Concealer hat eine unglaublich hohe Deckkraft und ich glaube, ihr seht sofort den Unterschied. Extrem hohe Deckkraft. Bei der Farbe, da müssten wir, also ist mein persönlicher Eindruck jetzt, ne? Die Farbauswahl ist begrenzt, es gibt aber hell bis recht dunkel. Ich glaube, wir brauchen noch so ein paar Untertöne, aber das ist Meckern auf hohem Niveau, das ist ein kleines Unternehmen, das ist einfach teuer. Es ist einfach wirklich teuer, Concealer oder generell Foundations zu machen. Das Ganze mal hier mit einer Puderquaste aus, einfach um die Deckkraft beizubehalten. Was mir aufgefallen ist, ebenso wie bei der Foundation, es setzt sich nicht unter in die Augenfalten. Und das habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das an dem Aloe Vera Saft liegt, der von der Haut irgendwie so ein bisschen aufgenommen wird. Und dann bleibt nur noch Squalan mit da. Aber es wird auch ein bisschen aufgenommen. Also man braucht ein bisschen Zeit, bis die Produkte funktionieren auf der Haut. Oder bis die Produkte auf der Haut sich setzen. Und dann sitzen die. Du kannst Schicht, 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 Schicht drüber gehen. Ist dem Concealer egal. Also wirklich einer der besten Concealer, die ich kenne, weil sie einfach so von der Textur her. Farbe, ne, brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen, ist nicht unbedingt meine Farbe. Von der Textur her sind diese Concealer wahnsinnig gut. Es polstert so ein bisschen auf, wie ich finde, und sieht dadurch einfach ganz natürlich aus. Wir machen mal weiter. Wir haben einen Blushstick in der Farbe Brick. Der kommt in so einer Drehtube. Kannst du rausdrehen. Setze ich mal hier hin. Ist ein leuchtender Ton. Wow. So ein bisschen Terrakotta. Ich blende ihn mal mit dem Foundation Brush aus. Schöne Farbe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mir die Produkte am besten gefallen würden ohne Foundation. Unabhängig von der Foundation. Der Concealer, der Blush jetzt auch, ist ein ganz leichter, frischer Flush, der sich auch gut hat ausblenden lassen. Sieht absolut nicht beschwert aus auf der Haut. Und der ist natürlich schon pigmentiert. Den kann ich mir auch gut auf den Lippen vorstellen. Oder aufgebaut auf der Wange, auf der Nase. Sehr, 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 sehr schön. Ich bin ja nicht so ein Freund von Highlighter-Sticks. Ich habe hier aber trotzdem einen, die Farbe Nude Glow. Der ist schon glowy. Ich glaube, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Deswegen, ich setze ihn mir mal nur ganz leicht hier mit drauf. Ich glaube, das ist so ein Produkt, den kann man ganz gut benutzen. Punktuell, wenn man vielleicht keine Foundation benutzt. Ich will jetzt nicht zu viel machen, weil das ist dann einfach, glaube ich, nicht fair. Base sieht extrem gut aus. So, passt auf. Und dann gibt es dieses Stecksystem. Also du kannst dir einzelne Farben bestellen, je nachdem, welche Farben du haben willst. Ich habe mich für Puder, einen Bronzer und einen Blush entschieden. Du hast so eine Papierpalette, die sehr, sehr schwer ist. Das wäre mein einziger Kritikpunkt. Die wird natürlich schnell schmuddelig, ne? Also so ein Papier, das wird schmuddelig. Wenn das ausläuft, ist das Ding kaputt. Ist aber kein Plastik. Ne, hat immer Vor- und Nachteile. Ich habe auch schon mal so ein bisschen mit den Produkten gespielt, habe aber noch nicht so eine richtige Meinung dazu gehabt. Ich nehme jetzt den Puder oder den Blush Brush, das ist die Nummer 13, und gehe in das Puder hier mit rein, arbeite mir das erst in die Hand und fixiere das dann ganz leicht. Im Prinzip muss man nicht fixieren, habe ich festgestellt. Also gerade den Concealer musst du nicht fixieren, bietet sich jetzt aber an. Und du siehst es sofort, es mattiert, ohne dass es so diesen trockenen Puderlook gibt. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben. Seht ihr das? Also hier habe ich ja nicht fixiert, hier habe ich fixiert, aber der Glow kommt trotzdem nochmal durch. Das heißt also, entweder ist das Puder ganz, ganz mild oder in dem Puder ist noch so ein bisschen Mika, würde ich jetzt fast sagen, mit drin, was so einen leichten Glow einfach hinterlässt, ohne dass es trocken aussieht. Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ich mache es jetzt mal so, wie die Produkte es mir jetzt vorgeben. Im Alltag würde ich vielleicht ein bisschen anders arbeiten. Da würde ich vielleicht ein bisschen mehr Puder unter den Augen benutzen mit dem Microfiber Multitool. Ich werde jetzt aber auch nicht hier da mit unter meine Augen nehmen, oder? Ein bisschen.
Muss man sich, glaube ich, so ein bisschen ranprobieren. Aber das ist jetzt mal so ein Test. Vielleicht habt ihr die Marke ja auch schon ausprobiert. Ich habe unter dem Video wirklich viele, ich war sehr überrascht, dass ihr mir das noch nicht empfohlen habt, viele positive Kommentare bekommen zu der Marke und fand das dann ganz spannend, das einfach mal selber auszuprobieren. Deswegen habe ich es dann auch gemacht. Vielleicht habt ihr eine Meinung zu den Produkten. Dann schreibt mir eure Review gerne in die Kommentare. Es hilft uns natürlich immer ungemein, einfach zu schauen, welche Produkte kommen in der Community gut an. Wichtig wäre natürlich, dass ihr so ein bisschen euch kurz beschreibt. Wie alt seid ihr? Was habt ihr für eine Haut? Dass sich jemand, der sich das durchliest, auch ein Bild davon machen kann. Ich glaube, der Bronzer hat mir nicht gefallen. Wir probieren ihn jetzt mal ganz leicht aus. Ich gehe nur ganz vorsichtig rein. Ich weiß nicht, ob es der Bronzer war oder der Blush. Ich glaube, es war der Bronzer. Ich sehe gerade komisch aus. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel benutzt, weil der ist ja schon pigmentiert. Der hat ja eine gute Textur, um sie leicht aufzubauen. So ein bisschen an die Augen, ein bisschen Form. Der fühlt sich gut an. Auch der sieht nicht trocken aus. Auch der hat eine schöne Farbe. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben gerade mit Bronzer, aber irgendwie mag ich das ganz gerne. Den Blush packen wir da jetzt auch nochmal mit drauf, einfach, dass wir es haben. Ich glaube, beim Blush war bei mir das Problem, dass ich zu dunkel war für den Blush und der Weißanteil recht hoch war. Ja. Der ist mir persönlich ein bisschen zu weiß, der Blush. Und die Base sieht extrem gut aus. Vielleicht habe ich gerade fast schon die Vermutung, dass ich fast zu viel benutzt habe. Aber ne, so würde ich es machen und das sieht ja trotzdem gut aus. Ja, ich mag das. Ich mag das gerne. Ich fixiere es jetzt trotzdem einmal. Einfach, dass sich so ein bisschen die Puderpartikel setzen können. Und dann kommen wir nochmal zu den Augen. Da habe ich einen dummen Fehler gemacht. Da habe ich wirklich was ganz Dummes gemacht. Man kann sich nämlich die Palette selber zusammenstellen. Ich habe zweimal dieselbe Farbe ausgewählt. Überhaupt nicht schlimm, weil das sind Farben, die kann ich für die Augenbrauen benutzen. Sehr viele Farben, recht neutral alles. Ne? Also du hast schon eher so ein bisschen eine Basic-Farbpalette. Reicht mir ehrlich gesagt aber im Alltag. Reicht mir, glaube ich, im Alltag. So ein paar Farben, die schreien, ja, ich bin erwachsen, ich brauche keine neongrüne Cut Crease mehr. Wir lassen das Ganze nochmal kurz anziehen. Ich will noch was auf die Lippen packen. Da habe ich das hier. Das ist von Lea und Jax. Ich glaube, Lea ist die Sängerin Lea. Und das ist ein Lip Oil. Ich glaube, der hat keine Farbe. Doch eine ganz leichte Aprikosenfarbe. Schmeckt jetzt auch noch nichts, ne? Ist nicht parfümiert. Fühlt sich sehr gepflegt an. Gefällt mir gut. Die Produkte sehen halt auch hübsch aus, ne? Muss man auch mal sagen. Das sieht schon hübsch aus, das sieht schon clean aus. Schnell, ich habe hier viele Produkte. Aber wenn du so ein paar Produkte hast, die vielleicht, wenn du weniger Produkte zu Hause hast und dann so ein schönes Produkt stehen hast, okay, hübsch. Base gefällt mir immer noch sehr, 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 sehr gut. Wir kommen zu den Augen. Da haben mir einige von euch geschrieben, dass die Lidschatten wohl sehr pigmentiert sein sollen. Ich habe sie noch nicht probiert. Deswegen starten wir mal ganz, 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 ganz leicht mit diesem Ton hier. Und den setze ich mir nur in die Lidfalte. Ich werde aus dieser Palette jetzt keinen krassen Lidschattenlook zaubern. Ich will mein Auge betonen. Das ist die Farbe Taupe, glaube ich, gewesen. Kann ich mir vorstellen, dass man damit gut konturieren kann. Sehr kühle Farbe. Und aufs bewegliche Lid setze ich diesen Braunton. Oh, der. Das ist ja so ein Look, der schreit ja mittlerweile Maxim. Ne? So zwei Farben. Ich liebe diese langweiligen Looks. Zwei Farben, drei Farben maximal. Deswegen ist das eigentlich eine gute Palette für mich. Blend das Ganze hier mit ein bisschen aus. Also das Braun ist ja wirklich krass. Ich schnappe mir einen sauberen Pinsel und blende das Ganze aus. Dazu kann man auch einfach so einen Bronzer nehmen. Der ist nämlich nicht so krass pigmentiert. Dann kriegt man noch ein bisschen Wärme hin und der Übergang wird deutlich weicher. Also das Braun gefällt mir sehr, sehr gut. Ich gebe jetzt ins Inner Corner nochmal diesen hellen Ton. Die Farben, es gibt wirklich matte Farben. Dann gibt es so ein bisschen Schimmer und ein bisschen mehr Schimmer. Setze ich mir mal hier als kleinen Highlightpunkt unter die Augenbraue. Für ein bisschen Bewegung, damit kann man auch immer noch mal so ein bisschen sauber machen. Und an den unteren Wimpernkranz die Farben. So, und jetzt stellt euch dazu, wir machen es jetzt mal ordentlich. Wir hören jetzt nicht auf und sagen schön, sondern ich will, dass man den Look erkennt. Machen wir noch mal fix die Augenbrauen. Dafür haben wir doch die Farbe. Ich gehe jetzt mal hier in dieses Taupe. Das ist halt eine schöne, kühle Farbe, ne? Also erstmal, meine Haut sieht aus wie Jennifer Lopez, muss ich sagen. Die Frisur gefällt mir gerade nicht so. Hier noch so ein bisschen Squalan aus Dekolleté, aufs Dekolletage. Oh, es wird jetzt ein bisschen viel für YouTube, ne? Aber egal. Die Lippen wollte ich machen. Ich finde es immer so süß, dass es euch auch auffällt, wenn ich Freude habe. Weil ich dann immer so ein alter Ego kriege, ne? Jennifer Lopez. Ja, Beyoncé. Lip Liner One and Only Art Deco in 140. Und dann können wir diesen Lip Glow nochmal ein bisschen drauf machen.
unglaublich schön aus. Ihr seht den Glow. Das ist sehr glowy. Für viele ist es vielleicht zu glowy, aber ich glaube, das kann man auch so ein bisschen anpassen, je nachdem, welches Puder du benutzt. Vielleicht nimmst du auch einfach einen anderen Primer. Ich habe jetzt mal so den Glow, Glow, Glow Look gemacht. Das ist so ein Look, das ist mein Look, das ist mein Favorit. So würde ich es am liebsten tragen. Ich glaube aber, dass du mit den Produkten sehr viel Möglichkeit hast, abweichen zu können. Du kannst eventuell ein bisschen punktueller arbeiten. Du kannst ein bisschen mehr geben, kannst ein bisschen weniger machen. Und einfach ein bisschen schauen, was gefällt dir, in welche Richtung willst du gehen und was magst du vielleicht auch nicht. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Ich würde sagen, wenn ihr euch für gutes, für etwas teureres Make-up interessiert, wenn ihr sagt, ihr findet Small-Business-Unternehmen gut, unterstützenswert, so wie ich, dann go. Concealer, meiner Meinung nach einer der besten, die ich bisher jemals gesehen habe. Lidschatten, top. Foundation muss ich mir noch mal ein bisschen anschauen. Blushstick hat mir sehr gut gefallen. Die Pinsel sind ein Hingucker, ne? Also wenn du Wert legst auf ein gutes Produkt, auf ein handgemachtes Produkt, dann bist du, glaube ich, da schon ziemlich gut aufgehoben. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.